Hallo und wieder willkommen zu einem nächsten Video von mir. Ich stelle euch heute das Plugin Player Status Science vor. Das ist ziemlich praktisch als Plugin, wenn ihr zum Beispiel einen Haufen GS habt und wissen wollt, wie lange, wann das letzte Mal online war oder so. Ja, ist ziemlich praktisch. Aber das Wichtigste, ihr müsst darauf achten, wenn ihr es erstellt, dass der Player online sein muss. Zum Beispiel jetzt, ich heiße Peter1996, dann müsst ihr ein Assign machen, dann nennt PSS, dann jetzt der Name, bei mir ist PD1996, dann steht da jetzt, dass ich zum Beispiel online bin. Wenn ihr das Backslash AFK eingebe, dann steht da PD1996 AFK seit der Zeit. Natürlich gibt es das auch dann in anderer Sprache, da kann man dann die Sprache natürlich auch ändern. Ich stelle euch dann Links, wie das dann alles funktioniert, in die Beschreibung. Funktioniert natürlich auch alles mit Permission zusammen. Und danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Plugin.